Hallihallo, Hallöchen und willkommen bei unserer 100 Baby Challenge. Hey, mit Jess. Endlich komme ich mal dazu, wieder eine Folge aufzunehmen. Und gleich schreit die kleine Maus. Oh Gott, ihr müsst auch langsam aufstehen, Leute. Ihr müsst in die Schule? Okay. Ja, ist mal was. Du auch? Bitte aufstehen. Bitte. Wo schläfst du denn? Oh, ich habe euren Schlafplatz noch nicht geändert. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Aber jetzt, komm. Du isst dann auch mal was. Und wie geht's dir denn, Jess? Du hast einen Mordshunger. Na, dann iss mal was. Und sozial und Spaß und alles Kacke, ne? Alles Kacke. So. Unsere Bilderwand, wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Geld. Ich will doch endlich mal umziehen. Oh Mann, jedes Mal sage ich es aufs Neue und ich komme doch einfach zu nichts, weil ich muss mich ja jetzt auch wieder um die Männer kümmern. Sowas. Was machst du? Okay, über Familienmitglied nachdenken. Ja, ja. Komm, egal, du bist fertig mit Duschen. Hä? 24 Stunden bis zum Unterricht? Wieso müsst ihr nicht in die Schule? Hä? Wer ist warum? Warum? Er auch nicht. Okay. So ein Mist. Okay. Bin jetzt gerade etwas verwirrt. Aber wir kriegen das schon hin. Ich muss jetzt kurz überlegen. Was warst du nochmal? Gesellig, selbstsicher, aufgeschlossen? Sollten wir bei dir vielleicht ein bisschen in Sozialrichtung, also Sozialrichtung gehen? Wie klingt das denn? Du musst vielleicht ein bisschen das Reden üben und die Fähigkeit aufzubessern. Machen wir mal, wenn du dann fertig bist. Du bist aktiv, romantisch, verführerisch. Aktiv, dann könntest du mal ein bisschen trainieren. Okay, Chess, meine Liebe. Du brauchst sozial. Was mache ich denn dann mit dir? Wo ist sie denn überhaupt? Ach, sie schaut Fernsehen. Da bist du. Könntest dich mal umziehen. Musst du denn hier in deiner Unterwäsche rumsitzen? Bitte. Ich bitte dich. Wieso schaust du einen Kinderkanal? Du kannst... Naja, mach, was du willst. Und zwar habe ich in der Nachbarschaft schon das neue Opfer einziehen lassen. Solange meine Kiddies ja hier sind und noch die Kleinen aufpassen, kann ich ja mal kurz reisen. Nur kurz, um ihn kennenzulernen, damit wir ihn mal hier einladen können. Ich möchte alleine. Und ich brauche sowieso sozial, so kann ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und zwar ist das Mibochin. Mibochin, cooler Name. Dankeschön, dass ihr immer noch so zahlreich Sims erstellt für meine liebe Jess. Für die 100 Baby Challenge. Aber ihr könnt auch mal wieder ein paar Namen unten in die Comments schreiben. Könnt ihr echt bei jeder Folge immer mal machen. Ne? Ich guck wirklich auch immer nach. Also. Wieso bist du jetzt gelangweilt? Ich nehme Kinderkanal, ne? Ach, war ja klar. Hallo, Mibochin. Komm rein. Ja klar, wir kennen uns ja noch nicht. Freundlich vorstellen machen wir bezaubernd vorstellen. Oh, er ist auch gelangweilt. Ist vielleicht gar nicht so gut. Okay. Hat aber schon gut was gebracht, finde ich sehr gut. Er ist gleich kokett. Das geht ja schnell, aber redet erstmal ein bisschen über normale Sachen, bitte. So, Tag verschönern. Kennenlernen. Ach, apropos kennenlernen, habe ich eigentlich... Lass mich mal hier... ich habe echt einige Punkte noch auszugeben. Ich habe... Das habe ich alles. Wachsam habe ich auch. Okay.
Frühaufsteher, Nachteule, kostenlose Dienste. Die Dienste brauche ich ja eh nicht. Genügsam, schamlos. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Schamlos, damit wir nicht mehr beschämt sind. Unglaublich freundlich. Oh, das ist bestimmt auch gut. Kann mir weiterhelfen. Betörend habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Habe ich das? Ach so, jetzt kann ich mir nicht kaufen, deswegen würde es so. Ah ja. Fruchtbar habe ich auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Unabhängig, unternehmerisch brauche ich nicht. Kreative Visionärin, Malerei und Schriftstellerei. Ja, mal mehr Meisterwerke. Sehr gut. Okay, Los, dann jetzt haben wir das Nasi. nämlich jetzt auch mal gemacht. Wurde nämlich Zeit. Ich habe das jedes Mal total vergessen, dass ich ja die Punkte auch noch ausgeben kann. Gib mir mal ein paar Kochtipps. Gut, vielleicht mag es nicht jeder, aber über Gourmet-Speisen reden. Kannst du mal, Janis, das ist ja schön. Über Interessen reden kommt auch immer gut. Ich will jetzt nur dieses Sozialbuch kriegen. Ich will ihn hier noch gar nicht ins Bett kriegen. Aber dann habe ich ihn schon mal drin und kann ihn jederzeit anrufen, wenn ich soweit bin. Über Logik. Was war das gerade? Stopp! Der interessanteste Sim auf der Welt. Besitzt ein Sim mit 12 oder mehr Merkmalen. Cool. Ja, Chess ist der interessanteste Sim auf der Welt. Cool. Kompliment. Eine dramatische Geschichte können wir auch noch erzählen, dann haben wir es doch schon. Sehr, 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 sehr cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder heim. Ich, oh Gott, Lukas, ich kann nicht. Ach, schmeicheln kann man auch mal. Okay. Dann haben wir es. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Wie geht denn das nochmal? Aktion ist das bei freundlich, genau, auf Wiedersehen. Dann gehen wir nämlich wieder heim. Ja, alleine bitte. Tschüss. Schön, dich kennengelernt zu haben. Okay, weiter geht's. Ich brauch Spaß. Wie wär's mit einfach nur ein bisschen spielen? Du solltest eigentlich Sport machen. Klar, dass ihr das jetzt wieder abgebrochen habt, ne? Ach. Ja. Reden üben wollte ich bei dir. So. Damit sie ihre Fähigkeiten mal verbessern. Den kleinen Leon und Jonas geht es gut. Habe ich nicht schon Leon gehabt? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Bei den ganzen Kindern kommt man aber auch durcheinander. So, Spaß. Gut, Fitnessfähigkeit erworben. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Oh, da geht gleich was kaputt. Ich höre es, ich höre es. Ein Instrument spielen, Lunchpaket zubereiten. Warum? In die Wolken mit Sissy schauen. Okay. Ach, wir müssen die noch umstylen. Oder habe ich die nicht umgestylt? Nee, ich glaube nicht, dass ich dir diese Schuhe angezogen habe, junger Mann. Warte mal. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Ich muss mal kurz gucken. Sim bearbeiten. Machen wir mal. Ich muss da jetzt echt mal. Ich weiß es nicht mehr.
Nee, ihr hattet das letztes Geburtstag, ne? Ich muss euch noch umstarren. Mhm. Ich hab dir definitiv nicht diese Schuhe angezogen. Ich weiß es nicht. Nee, ich hab dir das definitiv nicht angezogen. Okay, junger Mann. Bist ja mehr so der gesellige, charismatische Typ. Uff, und was geben wir denn? Blusen? Nee, so Jacken, oder? Das ist eine coole Jacke. Oh, die ist zum Beispiel total hübsch. Vielleicht den grün, das passt besser zu den roten Haaren. Die ist auch echt mega cool. Ja, die ist cool. Die Hose ist eigentlich schon passend. Es gibt immer... Es ist wirklich schwer, schöne Hosen zu finden. Bei dem Spiel für Männer, finde ich. Aber schwarz passt zu allem. Aber die Schuhe gehen gar nicht. Diese Schuhe gehen gar nicht. Wie was mit denen hier? Aber dann in braun. Passt dann oben zur Jacke. Das ist auf jeden Fall schöner. Okay, das ist... Das Oberteil gefällt mir schon ganz gut, aber die Hosen sind wohl eine Katastrophe. Ja, die sind cool. Schuhe gefallen mir, aber nicht in der Farbe. Ah, in Schwarz gibt's die gar nicht. Ah. Aber das ist besser. Ja, das passt besser. Sport. Oh, die Schuhe. Hm, für die Schuhe, da passen die besser. Okay, so ist ja gar nicht mal so schlimm. Das kann man auch sehen. Was haben wir denn hier für XXL-Schlaghosen an, junger Mann? Und was hast du da? Hast du da eine Kette rum? Warte mal. Ja, voll ernsthaft. Na, also bitte. Also bitte. Ich meine, die Ohrringe sind cool. Die kann ich lassen, aber die Kette geht gar nicht, ne? Nee. Er schaut voll ganz hübsch aus im Gesicht. Huhu. Okay, Ausgekleidung. Was sehen wir denn da? Hm, vielleicht sowas. Habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Stream angehabt. Hm. Okay. Von den Farben her interessant. Nee. Nee. Schaut aus, als hätte Federn drauf da oben. Ausgekleidung, boah, das ist gar nicht leicht. Einfach sowas mit Schlips, so ein bisschen. Hm, ja doch, das ist ganz hübsch. Kommen wir wieder zu der Hosen, zu diesem Hosendesaster. Hilfe, Hosendesaster. Ja, komm, nimm mal die. Lange Rede, kurzer Sinn. Paar coole Schuhe dazu. Sogar in der Farbe eigentlich ganz cool. Ja, komm. Okay, das kann man lassen. Jetzt kommst du dran. Hast mich gerade hier Sportkleidung an. Bist ziemlich, ziemlich schlank, junge Frau. Wenn dann, du bist echt sehr schlank. Nehmen wir denn da? Das aus Großstadtleben vielleicht mal? Das habe ich noch nie angehabt bei jemandem. Ich meine, ist auch ein bisschen dick, um Sport zu machen. Da schwitzt man doch wie Hölle. Hm. Das ist eigentlich ganz schön. Nehmen wir da bei dir für eine Farbe? Sowas hier mal. Cool. Und dann so eine schöne Hotpan noch dazu. Ich bin schon ruhig. Oder sowas. Ist auch schön. Finde ich total hübsch. Aber vielleicht mal ein bisschen so ein rosa? Wäre cool, wenn man hier nur die Farbe hätte, aber nee. Hm, da passt die fast besser. Ah, junge Frau, du brauchst dringend noch eine andere Frisur. Was schöne Schuhe. Die zum Beispiel in rosa. Oder neben lila. Ist wieder eine andere Farbe, ne? Aber das. Schwierig. Ja, da passt das schon wieder besser. Okay, komm, Alltagskleidung. Du brauchst echt eine andere Frisur.
und wir zupfen dir mal die Augenbrauen ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel süß. Aber die Frisur gefällt mir gar nicht. Wär's mal mit sowas? So ist doch cool. Die finde ich auch immer sehr schön. Mal ein bisschen Pony. Und das ist so, weiß ich nicht, so... Ah, nee. Mach mal die. Oder... Was haben wir noch? Die ist so schön. Die ist auch voll schön. Boah, geil. Mega geil. Wie schaut denn das mit den Sportsachen aus? Ah, fast ein bisschen zu heftig. Wie schaut denn das da mit dem aus? Besser, ne? Ja, aber dieses Türkis drin. Ne. Ach, ich weiß nicht. Das ist schöner. Ja, das ist definitiv schöner. Ich kann ja mal ein bisschen bunter Kanarienvogel sein, oder? Hat doch was. Ja, doch, das ist schöner. Nehmen wir doch mal das. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was nehmen wir denn zum Anziehen? Auch ein bisschen was Verrücktes. Schwierig. Sowas mal? Oder so? Bisschen locker. Schaut denn das aus? Das passt farblich gar nicht. Dann lieber so. Was nehmen wir da für schöne Hosen? Oder aus dem Pack auch was. Was dazu passt. Ah, nur so Jogginghosen. Das da. Hat aber echt was, ne? Mit diesen Blumen. Blümchen. Aber so eine XXL-Schlaghose, ich weiß nicht. Vielleicht, ja, das ist cool. Das ist cool. Richtig, richtig cool. Ich glaube, da bleibe ich bei dem hier. Das ist schön. Schön, schön, schön. Sowas ist cool dann, ne? Sowas ist echt cool. Ah. Die gefällt mir. Okay, ein bisschen was Lidschatten, weiß ich nicht, so ein bisschen verschmiert. Verschmiert passt ganz gut. Die haben auch wegen verschmiert. Und einen schönen Lippenstift. Oder so ein ganz, ja, doch so einen schon natürlichen, genauso hier, ein bisschen rosa Wangen. Ist ganz cool. Eine Kette brauchen wir, eine schöne Kette, die auch locker ist. Sowas hier zum Beispiel. Das oder wo war die andere? So eine gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Finde ich.
Das dunklere gefällt mir fast besser. Wie schaut denn das aus? Hier noch ein Armband, ein schönes. Armbänder. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das passt gut. Das passt gut. Nehmen wir. Hübsch. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger Bimbam. Das ist ein absolutes No-Go. Wer kommt denn auf solche Ideen, sag mal? Komisches Zufallsprinzip. Könnte hier draus was machen. Oh, ich liebe diese Schuhe, ne? Ich liebe diese Schuhe. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier so ein mit High-Heels gut umgehen kann. Also, das klang jetzt wirklich komisch. Was machen wir hier ein bisschen? Das ist doch ganz cool. Vielleicht in Braun? Das sieht man irgendwie gar nicht. Ja, doch lieber wieder schwarz, ne? Ich weiß nicht, gefällt mir eigentlich mal am besten. Das ist ein Arsch. Das ist schön. Dann nehme ich wieder rosa Wänkchen und wieder so ein dezentes Make-up. Am Arm können wir noch was dran machen. Das ist eigentlich eine schöne Uhr. Ja. Sport haben wir. Ach du Heiliger Bimbam. Ah. Obwohl, so kann man es eigentlich lassen. Das wäre ganz süß. Vielleicht hier eine andere Farbe. So, ist ja putzig. Was? Warum? Warum? Nein! Man, die Hose ist schon cool, ne? Die Hose ist echt cool. Sie eine andere Farbe. Die gefällt mir nämlich ziemlich gut. Aber Schuhe brauchen wir was anderes. Nee, das passt einfach nicht zu ihr. Vielleicht solche mit so einem kleinen Absatz. Sowas. Sowas passt doch auch zu ihr. Ja, doch, so ist doch ganz cool. Nee, weiß ist mir zu heftig. Oder so? Nee. Nee, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Komm mal her. Mack. Rosa Wänkchen. Beim Lippenstift bleibe ich irgendwie immer bei dem. Ich weiß nicht, hier gefällt mir am besten von allen. Okay, was ziehen wir hier denn beim Schwimmen an? Ah. Dann nehmen wir gleich die mit. Gut, passt, wackelt und hat Luft. Finde ich voll hübsch.
Aber hiermit würde ich sagen, haben wir es von dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, lasst doch immer mal ein paar coole Namensvorschläge unten in den Comments stehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß beim Anschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.